5 von, ich esse jeden Tag Natto, bis ich es mag. So findet ihr Natto in Deutschland auch im Supermarkt und zwar in der Gefrierabteilung. Ich zeige euch mal, wie es ist, wenn man die Tüte normal aufmacht. Da sind halt so 1 Million Streifen. Deswegen machen die Leute auch diese ganzen kleinen Tricks, damit es nicht so extreme Fäden zieht. Da kommt wieder Senf und Sojasauce rein. Heute glaube ich kein Maggi, weil wir haben ja noch unser roh mariniertes Ei, was schon sehr, sehr salzig ist. Gar nicht so schlecht aus. Langsam gewöhne ich mich auch an den Geruch. Dann schneiden wir noch ein bisschen Frühlingszwiebeln dazu. Und darauf kommt dann unser Eigelb, das wir gestern mariniert haben. Okay, das sieht so gut aus. Mariniertes Eigelb ist einfach so richtig lecker. Und ich muss sagen, es sieht gar nicht so schlecht aus. Du hast es einfach auseinander zu machen. Seht ihr das, wie cremig das ist? Ja. Ich weiß nicht, ob es so die beste Konsistenz macht mit dem Reis und dem Natto, aber probieren wir mal. Ich probiere es mal, bevor wir es zusammenmischen. Itadakimasu. Wow. Das Eigelb macht das richtig lecker. Es hat halt so einen richtig krassen Umami-Geschmack, das Eigelb. Normalerweise macht man auch rohes Eigelb drauf oder ein rohes Ei komplett und mischt es zusammen. Ich dachte, okay, diese Konsistenz wäre jetzt nochmal auf einen anderen Level krass. Deswegen wollte ich erstmal das mit mariniertem Eigelb probieren. Und ich muss sagen, it's not bad, weil rohes mariniertes Eigelb ist an sich voll lecker auf weißem Reis. Und das Natto stört irgendwie gar nicht mehr so sehr. Ich glaube, irgendwann muss ich dann Natto noch mal komplett alleine nur mit Reis probieren, ohne nichts. Aber für jetzt, das ist eine richtig gute Alternative. Ich bis jetzt am allerbesten. Habe ich gestern auch schon gesagt.